Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich begrüße euch wieder an einem schönen Frühlingsmorgen und wir wollen heute Dobroniegas Geschichte verfolgen und ihr die Roggenlieferung bringen, damit das Bier in der Schenke nicht ausgeht. Ich denke, das ist wichtig. Das machen wir jetzt. Dann werden wir mal gucken, ob wir auch noch mit Unigost sprechen werden heute. Dass wir die Quest auch wieder ein Stückchen weiter verfolgen. Und dann werden wir uns aber auch mal um die Bauarbeiten kümmern, denn wir müssen auch sehen, dass wir vorwärts kommen, dass wir hier neue Dorfbewohner bekommen, dass wir auch erstmal was zu essen bekommen. Wir müssen auf jeden Fall Landwirtschaft betreiben und wir gucken mal, wie wir das alles auf die Reihe kriegen. Aber zunächst erstmal auf zu Dobroniega. Anfang ist natürlich immer ein bisschen schwer, aber wenn man dann erstmal so einen richtigen Start bekommen hat und einen richtigen Anfang gefunden hat, dann läuft es auch. So, wo ist denn die Gutste? Ist sie schon in der Schenke? Nee. Ah, da kommt sie schon. Hat hier jemand Roggen bestellt? Willkommen zurück. Lass mich auf meiner Liste nachsehen. Ewige Jugend, Weltfrieden, die völlige und endgültige Ausrottung von Mücken. Roggen, ja. Hier, bitteschön. Gab es unterwegs Probleme? Ein paar, aber nichts, womit ein so erfahrener Abenteurer wie ich nicht umgehen könnte. Mir tun die erschlagenen Drachen jetzt schon leid. Das sollten sie auch. Die Werwölfe wirken auf jeden Fall nicht allzu froh darüber, mich zu sehen. Hier ist deine Bezahlung, Bezwinger der einfachen Besorgung. Dann verabschiede ich mich als reicher Mann von dir. Mach's gut, Dobroniega. So, wir haben also diese Quest jetzt erledigt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir den Unigost finden. Den könnte man auch so finden. Wo ist er denn, der gute Mann? Sitzt er schon wieder in der Schenke? Ach nee, der sitzt am Lagerfeuer. Okay. Tag Unigost, du stehst vor dem stolzesten neuen Hausbesitzer im ganzen Tal. Und ich bin hier mit Bier. Was ich mir. Wirklich gute Arbeit. In Ordnung. Erlaube mir, meine Kehle mit diesem goldenen Gerstensaft zu benetzen und ihn Erinnerungen an die alte Zeit wachrufen zu lassen. Ich kannte Lordan 22 Jahre lang, bevor er starb. Er war mein bester und treuester Freund. Eigentlich mehr ein Bruder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns begegnet sind, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals 25 Jahre alt und lebte im großen Jelenberg, wo ich auch geboren worden war. Man könnte sagen, dass ich diesen Ort hasste, aber er war das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber. Jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen, und das tat ich, auf die einzige Art und Weise, die ich gelernt hatte. Stehlen. Du warst ein Dieb? Das war ich. Und ein verdammt guter, wenn ich das mal so sagen darf. Mit Taschendiebstahl habe ich mir mein Brot verdient. Ich hätte ein saftiges Stück Fleisch direkt von deiner Gabel stehlen können, und du hättest es nicht bemerkt. Dabei war es nicht Habgier, die mich trieb, ich wollte nur überleben. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir die Tätigkeit an sich nicht auch eine gewisse Freude bereitete. Stehlen bleibt ein Verbrechen, ganz egal, warum man es tut. Ich würde sagen, du wartest jetzt besser ab und hörst, was ich noch zu erzählen habe, bevor du dich so aufplusterst. Tut mir leid, erzähl weiter. In Jelenberg gab es jedes Jahr ein großes Volksfest. Es lockte immer viele auswärtige Besucher an. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für jemanden in meinem Gewerbe bedeutete. Innerhalb von ein paar Minuten konnte ich zusammenbekommen, was sonst ein Tagesverdienst gewesen wäre. Ich schnappte mir ein paar Münzen hier und da, etwas Schmuck, ein paar neue Stiefel, und dann sah ich diesen adligen Kerl, der einen dicken Geldbeutel an seinem Gürtel gebunden hatte. Ein Geldbeutel, der förmlich danach schrie, von mir befreit zu werden.
Ich schlich mich durch die Menge, bis ich genau hinter ihm stand. So hatte ich es tausendmal gemacht. Kinderspiel. Ich fasste nach dem Beutel, ganz sanft und vorsichtig, ein paar kleine Bewegungen aus dem Handgelenk. Und schon hatte ich ihn in der Hand. Nun musste ich mich nur noch umdrehen und verschwinden, wie immer. Aber dann... Bäm! Was ist passiert? Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich dachte, mich hat ein Bulle überrannt. Es traf mich so unvorbereitet, dass ich erst wusste, wie mir geschieht, als ich schon auf dem Boden lag. Mein Kopf pochte wie wild. Ich konnte kaum gerade ausschauen. Aber weißt du, was das nächste war, das ich sah? Eine Faust, die zum nächsten Schlag ausholt? Haha, nein. Ein Lächeln. Ein riesiges, strahlendes Lächeln im Gesicht eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das war dein Onkel Lordan, der Kerl, den ich für einen Adligen gehalten hatte. Er reichte mir seine Hand, half mir auf die Füße und lud mich zu einem Bier ein. Warte, ihm war aber schon klar, dass du gerade versucht hattest, ihn auszurauben, oder? Natürlich war's das. Das verstehe ich nicht. So war Lordan einfach, weißt du, dein Onkel war gefährlich schlau, bei weitem der klügste Mann, der mir je begegnet ist. Er durchschaute die Welt wie niemand sonst, konnte Ereignisse vorhersagen. Er war allen anderen immer mindestens ein Dutzend Schritte voraus. Deshalb. Es war so selten, dass ihn jemand überraschen konnte, das weckte seine Neugierde. Und er hat nicht erwartet, dass du... Ganz genau. Scheinbar war ich, obwohl ich es am Ende ja nicht geschafft habe, doch derjenige, der bei dem Versuch, ihn zu bestehlen, dem Erfolg am nächsten gekommen ist. Und das gefiel ihm. Also hast du seine Einladung angenommen, nehme ich an? Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, oder? In dem Moment hatte ich eine Heidenangst vor diesem Kerl. Also zogen wir los. Er nahm mich in die teuerste und am vollsten besetzte Schenke der ganzen Stadt mit. Bedenke, das war während des Volksfestes. Überhaupt erst hineinzukommen war fast unmöglich. Ihm schien das alles allerdings egal zu sein. In Sekundenschnelle hatten wir einen Tisch und gleich zwei Mädchen bedienten uns. Es war unwirklich. Für mich gab es nur eine Erklärung. Der Laden gehörte ihm. Und war das so? Absolut nicht. Er war zum ersten Mal in Jelenberg. Es fühlte sich alles wie ein Traum an, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt. Ich war sicher, dass er ein Adliger sein muss. Seine Manieren, seine Kleidung, die ganze Art, wie er redete und sich bewegte. Und dann hatte er einen gewaltigen Zug drauf, leerte sein Bier, als wäre es nichts, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund und rülpste wie ein Elch. Er wurde von einem hohen Herrn zu einem kompletten Rohling. Einfach so. Ich habe mich tausendmal an diesen Moment zurückerinnert, bevor mir klar wurde, warum er das getan hat. Es war kein Fehler, oh nein. Es war auch keine Faulheit, kein Moment der Schwäche. Er wollte, dass ich es sehe. Er wollte, dass ich verstehe. Dass du was verstehst? Dass er ein absoluter Schwindler war. Du musst verstehen, Rasimir, dass es jemanden wie deinen Onkel nur einmal gibt. Er führte seine Waffe wie kein anderer. Und diese Waffe war sein Selbstvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Stell dir eine fest verschlossene Tür vor, mit bewaffneten Wachen davor, und du willst, was dahinter ist. Was für Möglichkeiten hast du? Gewalt, Bestechung, versuchen, das Schloss zu knacken. Lordan dagegen? Er hätte einfach den Kopf hochgehalten, wäre hineinspaziert und hätte verlangt, dass die Tür ohne Umschweife geöffnet wird. Ich werde ehrlich zu dir sein, es klingt, als hättest du dir das nur ausgedacht. Haha, das tut es, nicht wahr? Ich und die Meute, wir waren die Einzigen, die einen Blick hinter den Vorhang von Lordans großer Aufführung werfen konnten. Selbst für uns war es manchmal unglaublich. Warte, die Meute? Oh, mein lieber Rasimir, es gibt so viel, das du noch nicht weißt. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen, aber es wird langsam spät. Komm schon, du kannst mich nicht so auf die Folter spannen. Also gut, ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen. Nach dem ersten Bier hatten wir ein paar mehr. Etwas Met war auch dabei, wenn ich mich recht erinnere. Wir unterhielten uns über unsere Vergangenheit, unsere Träume, Überzeugungen. Wir fingen an, ein paar betrunkene und wahnwitzige Pläne zu schmieden. Ich dachte, das wäre alles nur Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich in Seitenkissen aufwachte. Ich nehme stark an, dass die nicht dir gehörten, oder? Machst du Witze? Das war das erste Mal, dass ich einen solchen Stoff überhaupt auch nur berührt habe. Die Decke des Raumes war so hoch, dass ein Riese hineingepasst hätte, ohne sich bücken zu müssen.
Ich dachte, ich träume. Dann kamen Bedienstete zur Tür hinein. Ich war bereit zur Flucht, aber anstatt mich anzugreifen, präsentierten sie mir das Frühstück. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Lordan hatte das alles eingefädelt. Ich habe nie herausgefunden, wie er das angestellt hat. Jedes Mal, wenn ich danach fragte, hat er angefangen zu lachen. Selbst Jahre später. Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen, dass ich Jelenberg an diesem Tag mit ihm zusammen verließ. Das war das erste Mal, dass ich die schützenden Mauern dieser Stadt hinter mir ließ. Und ich kam nie zurück. An diesem Tag wurde die Meute geboren. Und 3 Jahre später waren wir zu fünft, eine Familie. Wir nannten uns Memento. Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das klingt alles so unglaublich. Ich habe noch nie solche Abenteuer erlebt und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Immer sachte mit den jungen Pferden, mein Junge. Nicht alles daran war Spaß und Liebelei. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun. Wie wäre es? Wir treffen uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter. So machen wir es. Dank, Unigost, für alles. Oha, jetzt sind wir aber ganz schön benebelt. Uiuiuiui. Wir sind betrunken und schmutzig sind wir auch. Ich soll auf den nächsten Tag warten. Ja, das können wir machen. Wisst ihr was? Wir torkeln mal hier nach hinten. Springen dann mal ins Wasser. Oje, oje, oje. Dann waschen wir uns erstmal, weil wir nämlich ziemlich schmutzig sind. Vielleicht tut uns das kühle Nass dann auch ein bisschen nüchterner machen. So, dann trinken wir mal einen Schluck Wasser. Das kann ja auch manchmal helfen, um den Alkohol ein bisschen loszukriegen. So, wir baden. Ja, wir sind auch sauber geworden. Auf den nächsten Tag warten. Wie spät haben wir es denn? Nee, da können wir nicht hier bleiben. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zusammen an ein paar Stellen, wo man vielleicht auch was Tolles finden kann. Ich kenne ja so diese Stellen. Wie gesagt, ich spiele das Spiel ja auch schon sehr lange. Und vielleicht hilft es das, hilft es euch auch, dann mal so diese Stellen abzusuchen, wenn ihr dieses Spiel spielt. Seht ihr, hier liegen schon wieder 2 Säcke. Das ist Roggenkorn, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier ist Mohnsamen drin. Okay, dann nehmen wir auch mit. Und hier drüben liegen Steine. Eine Bronzeaxt, das ist ja mal toll. Also Äxte kann man auch nie genug haben. So. Okay, dann hätten wir das. Und ich weiß, dass hier oben ist ein Wasserfall. Und an diesem Wasserfall, da kann man auch manchmal was Tolles finden. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Aber so wie es aussieht, ist da jetzt wohl erstmal... Doch, ein Wagen liegt da. Ein Wagen liegt da, da können wir hingehen. Da gucken wir mal rein, was da ist. Da liegen Stiefel, Madeira-Wein, und ein Eisenmesser. Das hat sich doch gelohnt. Ja. Gut, da gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Das könnten wir nämlich auch verkaufen, denn da könnten wir... Wir brauchen ja Geld, wie gesagt. Das habe ich auch immer so gemacht, dass ich erstmal diese Sachen alle verkauft habe. Später dann behalte ich die Sachen, weil auch meine Dorfbewohner sich mal was Tolles verdient haben. Aber die haben wir jetzt noch nicht. Und insofern ist das jetzt auch kein Thema, dass wir das verkaufen, was wir hier jetzt einstecken haben. Okay, das ist nur Felsen. Hier ist Stein. Hier sind Steine. Wie gesagt, wir können die Steine auch finden mit dieser... mit diesem Prüfmodus.
Wir gucken mal, ob man Messer machen kann. Nur eins. So. Wir sollten ja eigentlich auch mal ein wildes Tier erlegen, ne? Aber das machen wir später. Das machen wir später. Wir laufen jetzt erstmal zurück. Vielleicht können wir auch noch hier liegen auch noch mal genug Steine rum. Die nehmen wir alle mit und die Stöcke nehmen wir mit. Oh, wir können uns nicht mehr bewegen. Dann müssen wir jetzt messen. Wieder plus eins. Hm. Herstellen. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt. Was haben wir denn alles? Die Bretter haben wir einstecken. Hm. Wir essen jetzt mal noch das letzte Haferbrötchen. Das macht natürlich vom Gewicht her auch nicht viel aus, aber okay. Wir haben die ganzen Äxte einstecken, die sind ja auch schwer. Guck mal, was können wir denn ablegen? Die Bretter will ich jetzt aber nicht wegwerfen. Was haben wir denn alles hier noch? 11 Steine. Ja, die Steine sind schwer. Hm. Ich müsste jetzt gucken, wir könnten noch ein paar Stöcke sammeln. Dann machen wir noch ein paar Messer und dann müsste das eigentlich wieder gehen, dass wir besser laufen können. So. Schon reise mir. Gucken wir mal. Können wir ein paar mehr machen? Zwei Stück. So, wie viel haben wir denn jetzt noch einstecken? 7 Steine. Also können wir ja noch. Machen wir rund. 8 Steine und dann können wir ja noch, ich hoffe, noch 8 Messer irgendwie herstellen. Wäre nicht schlecht, wenn wir das könnten. Dann hätten wir noch was zu verkaufen. So, gucken wir mal. Steine und 4 Stöcke. Naja. Die Stöcke sind das Problem. Wir brauchen ein paar mehr Stöcke, dann können wir die Steine auch aufarbeiten und die ganzen Messer herstellen. Ja, dann machen wir das noch. Dann sind wir vielleicht dann auch ein bisschen leichter. Dann sammle ich auch die Steine wieder mit ein. Das ist natürlich kontraproduktiv hier. Okay. Wir können ein bisschen schneller laufen. Es wird auf jeden Fall besser, wenn wir jetzt die Messer verkauft haben, denke ich mal. Dann sind wir vielleicht nicht ganz so schwer. Ich hoffe es zumindest mal. Und sonst gehen wir halt nach Hause und laden erstmal alles wieder aus. Wir müssen ja sowieso warten, bis der nächste Tag anbricht, um mit Unighost weiter zu sprechen. Würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal unseren Händler suchen, wo wir die Messer loswerden können.
Edwin ist in der Scheune, da können wir mal hingehen. Beim Edwin müssen wir uns sowieso ein bisschen was besorgen. Na, du kleine Maus. Dass wir im Sommer dann wenigstens was anpflanzen können. Der Edwin. Hallo, Edwin. Zeig mir deine Waren. Ja, das weiß ich. Du kriegst von mir erstmal das Haferehl. Den Holzspeer. Und die 10 Steinmesser. So, und ich hätte gerne von dir jetzt... Wie viel Geld haben wir? 1980. Kohlsamen brauche ich erstmal. Und Dünger. Dünger. Wie viel kann ich denn mitnehmen? Kann ich 20 mitnehmen? Ja. Da bin ich zwar wieder überladen, aber okay. Das brauchen wir. Wir wollen ja dann auch was zu essen haben. Deswegen nehme ich das auch mit. Und dann laufen wir jetzt nach Hause. Und bringen das erstmal nach Hause und dann werden wir gucken. Dann werden wir uns erstmal ein Feld anlegen, wo wir den Kohl anpflanzen können. Wie gesagt, Nahrung ist wichtig. Und ich möchte mir erst Dorfbewohner ins Dorf holen, wenn ich in der Lage bin, die auch zu versorgen. Sonst macht es keinen Sinn. Also ich habe das immer so gemacht und ich denke, damit fahre ich auch besser. Als wenn ich mir die Leute schon ranhole und die haben noch gar nichts zu essen, kein Wasser, kein nichts. Das kommt nicht so gut. Dann lieber verbringe ich das erste und das zweite Jahr oder wenigstens ein Jahr ohne Mitarbeiter und ohne Dorfbewohner. Aber ich baue eben erstmal alles auf, was wir brauchen. Und so sind die Leute dann auch zufriedener und laufen mir nicht davon. Ja, also das will ich ja auch nicht. Also von daher... Deswegen ist das jetzt der Anfang, den ich hier mache. Ich pflanze erstmal Kohl an. Denn wir brauchen ja auch das Nahrungsmittellager und das kriegen wir ja nur, wenn wir Landwirtschaft betreiben. Und da kriegen wir dann auch die Scheune, in der wir dann natürlich auch Dünger herstellen können und Getreide dreschen und so weiter. Deswegen muss ich erstmal selber damit anfangen hier und dann kann ich mir auch den ersten oder die ersten Dorfbewohner ranholen. Ich denke, das schaffen wir alles gemeinsam. Wenn ihr möchtet, könnt ihr immer gerne zuschauen. Ich würde mich darüber freuen. So, und da sind wir ja jetzt schon zu Hause angekommen. Und da ist auch schon wieder ein Hase in die Falle gegangen. Und die Falle ist auch kaputt. Da müssen wir mal gucken, habe ich denn noch Stöcke, um eine neue Hasenfalle bauen zu können? Nee. Okay, das macht aber nichts. Die liegen ja hier genug rum. So, dann kommen erstmal die Bretter hier rein. Die Bronzeaxt. Die Eisenaxt. Die Kohlsamen. Ach, den Madeira-Wein hätte ich auch noch verkaufen können. Habe ich noch gar nicht gemacht. Na gut, macht nichts. Dann nehme ich den gleich mal wieder raus. Den will ich ja verkaufen. So, die Steine hier rein. 6 Stücke haben wir bloß einstecken. Okay, dann sammeln wir erstmal noch ein paar Stücke auf.
bauen die neue Hasenfalle und dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder zu Unigos gehen. Und dann wird aber endlich mal gebaut, denn wir müssen hier vorwärts kommen. So. Wir müssen definitiv vorwärts kommen, dann wird auf jeden Fall gebaut, wenn wir das mit Unigost besprochen haben. So, ich verabschiede mich in die Nacht. Wir gehen mal hier rüber. Trinken noch einen Schluck. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr hier zuschaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss und alles Liebe.